Heute geht es zum Tauchplatz El Tabal. Kurz vor 10 Uhr beginnen wir unseren Tauchgang. Während ich auf Cornelia warte, beobachte ich diese Gruppe, die ihren Tauchgang bereits hinter sich hat. Cornelia ist da und wir tauchen gemeinsam ab. Ein großer Drachenkopf lässt sich durch mich nicht stören. Wir haben nun den tiefsten Punkt unseres Tauchganges erreicht. Die Wassertemperatur beträgt heute 20 Grad. Und noch ein großer Drachenkopf. Der Felsengabeldorsch mag nicht gefilmt werden. Ein gelber Gitterkalkschwamm hebt sich deutlich von der Umgebung ab.
Die Fischschwärme genießen den strömungsfreien Bereich zwischen den Felsen. Dieser gestreifte Schleimfisch ist ungefähr 7 cm lang. Und siehe da, es sind sogar 2. Nach 38 Minuten ist der Tauchgang vorbei.